you, Jesus. And thank you wir for the salvation that you bring to us through your perfect work on the cross. Danke für die Errettung, die du uns gebracht hast durch dein perfektes Werk am Kreuz. Thank you, Father, for your love. Danke, Vater, für deine Liebe. Thank you, Holy Spirit, that you are now, that you are reside in ours. Danke, Heiliger Geist, dass du nun in uns lebst. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Touch your people today, Lord. Rühre heute deine Leute an. We want to hear the gospel. Wir möchten das Evangelium hören. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. You may Amen. Be seated. You may be seated. Before Pastor Santi preach, I want to say something to you. Bevor Pastor Santi predigt, möchte ich euch einiges sagen. And I want to warm welcome to the first brothers and sisters, the first time come in this church. Und ich möchte gerne die begrüßen, die zum ersten Mal, die Brüder und Schwestern dieser Gemeinde and sind. You are very welcome. Und du bist herzlich willkommen. And you are not the strangers. Und du bist kein Fremder. You are among brothers and sisters. Du bist unter Brüdern und Schwestern. Amen. Amen. Now, nun, what God put in my heart, was Gott in mein Herz gelegt hat, what I want just to say to you, was ich euch einfach sagen möchte, stop struggle. Das stoppt die stop das Kämpfen, struggle. Stoppt genau. den, stop den Kampf. Struggle, people. Stoppt den Kampf. Say to your neighbor, stop struggle. Sag zu deinem Nachbarn, stopp den Kampf. You cannot say that loud, right? Say to them, stop struggle. Sag zu deinem Nachbarn, stopp den das because Kämpfen. We are tend Weil to struggle. You can go back. Ja, wir Thank neigen dazu, dass wir einfach kämpfen. Yeah. What God wants us, the only thing that what God, that God wants us to do under the grace of God, das Einzige, was Gott möchte, was wir tun unter der Gnade Gottes, to enter His rest, dass wir in seine Ruhe eintreten, that you rest, people, und dass wir ruhen. I don't meaning that rest that you don't have to work or no. It's ich meine nicht jetzt diese Ruhe, dass du dich hinsetzt und dass du gar nicht arbeitest oder gar nichts machst. But what I want to say to you is like this. Aber was ich euch sagen möchte ist das. Even there is a storm. Auch wenn da ein Sturm ist. Even there is a storm. Auch wenn da ein Sturm ist. You can still sleep like Jesus slept as the storm happens. Du kannst trotzdem schlafen, so wie Jesus in dem Boot geschlafen hat, als der Sturm kam. That's why stop struggle. Darum hört auf zu kämpfen, enter his rest. Und geht hinein in and seine that, Ruhe. And that's why I want to make a foundation that you have to know your position in Jesus Christ. Und darum möchte ich die Grundlage legen, dass ihr euch einfach bewusst seid, eure Position, die ihr in Jesus Christus habt. Can you open Romans 8, verse 1? Könnt ihr bitte Römer 8, Vers 1 öffnen? Romans 8, verse 1. Look at this. Go to the NIV. So you can put it like this. Okay. So then I can see you what is the original message actually in this. Now, there is therefore now no condemnation. This is New King James Version, okay? Das ist die King James Version. Okay. Or Luther or whatever. There is there now no condemnation to those who are in Christ Jesus who do not walk according to the flesh but according to the Spirit. Go to the to German. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, okay. welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Now go back to the New King James Version first. You know something, as Luther saw this, wisst ihr, als Luther das gesehen hat, the original verse, der Originalvers, is only like this. Ist nur wie der. Go to NIV. Go to NIV. Geht nochmal zu der NIV Übersetzung. This is the original verse. Das ist der Originalvers. Look at this. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Darum, da gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. And Luther said, it cannot be possible. Und Luther hat gesagt, das kann nicht möglich sein. It's too easy. Das ist zu einfach. That's why he go to New King James Version. Darum nochmal zu der New King James Version. Amen. Hallo. Because according to Luther,
too easy. Und Luther war es irgendwie zu einfach. But the actually is when you in Christ Jesus. Go to NIV, please. Aber es ist so, wenn du in Christus Jesus bist. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Da gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. That is the original. Das ist das Original. Amen. Amen. Who is in Christ Jesus today? Wer ist hier in Christus Jesus? I want to see your hand. Ich möchte gerne eure Hand sehen. There is no condemnation for you. Und da ist keine Verdammnis für dich. Amen, Church. Amen. Amen. That's why you have to be very careful. Und darum müsst and ihr you sehr, have to very conscious. Sehr bewusst sein und auch sehr aufmerksam. This is the message of grace. Das ist die Botschaft der Gnade. When you in Christ Jesus. Wenn du in Christus Jesus bist, there is no condemnation anymore for you. Da gibt es keine Verdammnis mehr für dich. Why? Because warum? Every condemnation, every curse, every sickness or whatever it is already put on Jesus' body 2000 years ago on the cross and he said it is finished. Weil jede Verdammnis, jeder Fluch ist auf Jesus Christus gelegt worden und vor 2000 Jahren am Kreuz und er hat gesagt, es ist vollbracht. Now, nun, Romans 1, Vers 16. Römer 1, Vers 16. So that we can, that how can we have all the, not how, but, open it, okay. Now look at this. That's why we come to church. That's why we make a grace community and everything because das, of this. Das ist warum wir zur Gemeinde look kommen, weil wir eine For grace I am not haben. Ashamed of the gospel of Christ. For it is the go to NIV, please. Go to NIV. So for I am not ashamed of the gospel, the good news, because it is the power of God that brings salvation to everyone. Look at this. Who what do something? No. Or who have to serve? No. Or do something and just no. But who believes? First the Jew, then to the Gentiles. Okay, you go to German language. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden. Für jeden, der irgendetwas tut oder für jeden, der in der Gemeinde dient. Nein, für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Go to English language. Not today. You have to know that you are not under condemnation. And the more you hear the good news, the more you hear the good news. Du bist nicht unter der Verdammnis und je mehr du die gute Nachricht hörst, the more you believe in it. Und je mehr du an diese gute Nachricht glaubst, salvation happens to you. Die Errettung passiert zu dir. And you know what the meaning of salvation? Und wisst ihr, was die Bedeutung von Errettung ist? It's not only to move you from hell to heaven. Und es bedeutet nicht nur, dich von Hölle zum Himmel zu it's bewegen. It's not that. Nein. But the salvation means you have it the whole. Aber die Errettung bedeutet, du hast sie komplett it, it means, mit allem drum it means like this. You have deliverance, you have healing, you have prosperity, you have everything, the whole, you know, the whole, you have it. That's the meaning of salvation. Und Errettung bedeutet, du hast alles. Du hast die Heilung, du hast Befreiung, du hast alles, was dazugehört. When you open the Google things there, when you Google Und wenn du things, das mal googelst, the meaning of salvation is preservation, conservation, all of it. Bewahrung. You have it, okay? Du hast es. Now, when you want to be success, und wenn du Erfolg haben möchtest, hear the gospel. Dann höre das Evangelium. Mm. When you your business want to be growing and so, you know something? Hear the gospel. Und wenn du möchtest, dass deine Firma, dein Geschäft wächst, dann höre das Evangelium. Hear the gospel in every second of your life. Dann höre das Evangelium in jeder Sekunde deines But Lebens. Not only hear it, people. Aber nicht nur hören. Look at this. Believes. Glauben. Nicht nur hören, auch glauben. Believes. Glauben. That's why we are called believers. Darum sind wir
genannt die Gläubigen. Amen, Church. Amen. We are not religious people. Wir sind keine religiösen Menschen. Zumindest ich. Zumindest ich. Ich bin keine religiöse Person. I'm not a religious person. Aber ich bin eine Gläubige. But I'm a believer. That is different. That is different. Das ist der Unterschied. Ich habe keine Religion. I have no religion. Aber ich habe Beziehung mit meinem Vater. But I have a relationship with my father. Amen, Church. Amen. That is the difference. Das ist der Unterschied. The more you believe the gospel, je mehr du das Evangelium glaubst, you have it whole. Dann hast du alles. It's not about doing something. Es geht nicht darum, dass du etwas tust. That's why enter your rest. Darum geh hinein in die Ruhe. That's why, and then Pastor Santi come to preach. Und darum kommt gleich Pastor Santi, um zu predigen. And look at this. Und schaut euch das an. That's why God already created you to reign in life. Darum hat Gott dich bereits so geschaffen, dass du im Leben regierst. To reign in life. Im Leben regieren. Reign, it not mean just success, people. Und regieren bedeutet nicht nur Erfolg. Success is here, reign is above. Okay? Success Erfolg is here, ist, the level. Ist auf der Ebene, aber regieren ist darüber. Reign is here. Ja. That's why the believers, darum der Gläubige, we are not living under the sun. Wir leben nicht unter der Sonne. That's why people have said, yeah, we are living under the sun, like that. You and I are not living under the sun, people. Und viele Leute sagen, ja, so, wir leben unter der Sonne, aber ich und du, wir leben nicht unter der Sonne. We are living above. Wir leben darüber. Because we have Jesus Christ. Weil wir Jesus Christus haben. Amen, Church? Amen. That's why you reign in life. Darum regierst du im Leben. God already, so it means like this, when you receive Jesus as your Savior, wenn du Jesus als deinen Erretter siehst, he changed you. Empfängst, dann verändert er dich. And what happens? Und was passiert? There is a new you. Es gibt ein neues Du. And this new you, und dieses neue Du, reign in life. Regiert im Leben. Amen. Amen. When you only see success as you aim, wenn du nur Erfolg siehst als dein Ziel, is too small. Das ist zu klein. Amen, Church. Amen. Well, I want to be a success people. Wenn du jetzt das sagst, ich möchte ein erfolgreicher Mensch sein, das ist because zu klein. God wants you reign in life. Weil Gott möchte, dass du im Leben regierst. Amen. Amen. That's why he give you a gift. Darum hat er dir eine Gabe gegeben. Of righteousness. Die Gabe der Gerechtigkeit. Because there is no condemnation for you anymore. Weil da ist keine Verdammnis Romans mehr für dich. 5. Römer 5. Vers 17. Look at this. Vers NIV. 17. Go to English first. For if by the trespass of the one man death reign through the one man, how much more will those who receive God's abundant profit? You know something? The first thing when I go to heaven, I want to meet Paul. Wisst ihr das erste, wenn ich in den Himmel gehe, ich möchte gerne Paulus treffen. You know why? Because when he wrote about grace, it's about abundant and more than enough and everything. Weil wisst ihr, wenn er über die Gnade gesprochen hat, dann ist es über überfließend. Yeah. Look at it. How much more will those who receive God's abundant provisions of grace? Grace is already abundant, but abundant more than und die Gnade ist whatever, Paul, whatever, okay? God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. Nobody say amen. Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Your destination, people. Eure Bestimmung. To reign in life. Ist es, im Leben zu regieren. Amen. Amen. You are not a loser. Ihr seid kein Verlierer. Because through Jesus Christ.
Weil durch Jesus Christus you have the righteousness of God. Habt ihr die Gerechtigkeit Gottes. Deshalb, there is no condemnation anymore in you. Deswegen gibt es keine Verdammnis mehr. And through this, und dadurch you reign in life. Dadurch regiert ihr im Why Leben. You can reign in life? Warum kannst du im Leben regieren? Because you have the righteousness of God. Weil wir die Gerechtigkeit Gottes That's haben. A gift. Und das ist eine Gabe. It's not Geschenk. Es ist ein Geschenk. Genau. Ja. Geschenk. Say with me, Geschenk. Geschenk. Gift of God. Geschenk ist Geschenk. Es ist ein Geschenk Gottes und ein Geschenk ist ein Gratis. Geschenk. Gratis. Es ist umsonst. Amen. Amen. So when you receive it, und wenn du es empfängst, you know that you're righteous. Dann weißt du, dass du and gerecht you have the bist. Abundance of grace. Und du hast den Überfluss der Gnade. You reign in life. Und du regierst im Leben. God, why God put this? Warum hat Gott das da hineingeschrieben? Because you are, it means the purpose of God. Weil die Bestimmung Gottes. You know something? When man fell. Wisst ihr, als der Mensch gefallen when man fell ist, into the sin. In Sünde. The purpose of God is for man is mankind is gone. Da ist auch die eigentliche Bestimmung von Gottes Bestimmung für den Menschen auch zerfallen. And now God make back his purpose in you. Und nun hat Gott seine Bestimmung wieder zurückgelegt in and dich. A lot of people said, oh, I have to wait what God will for me and that fun and that one und and that one. Manchmal sagen die Leute, oh, ich habe darauf know, zu warten, was Gott für mich möchte. Ich muss erst mal fasten. What God want happens to me. You know what God wants? Wisst ihr, was Gott möchte? That you reign in life. Dass du im Leben regierst. Punkt aus. Punkt Ende. Amen, Church? Amen. 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 That's why there is a spirit of God in you now. Darum ist der Geist Gottes in dir. Use it. Und gebrauche ihn. I mean, you move with it. Ich meine, lass dich von ihm leiten, gehe mit ihm. Because you have the powers of Christ in you. Weil du hast die Kraft Gottes von Christus in dir. It named the Holy Spirit. Und er ist genannt der Heilige and Geist. The Holy Spirit is like river. Amen. Und der Heilige Geist ist wie ein Fluss. And the river is always flow. Und der Fluss fließt immer. The Holy Spirit is not like a lake. Und der Heilige Geist ist nicht wie ein See. Lake is bleib. Und der See ist still oder. But the river flows. Aber der Fluss fließt. He wants to flow. Er möchte fließen. And that's why move with the power und darum of God is in you. Bewegt euch, geht mit der Kraft des Heiligen Geistes. Amen, righteous people. Amen. Gerechte say to Leute. Your neighbors, and Pastor Santi can come. Sag zu eurem Nachbarn. Say to your neighbors, you are not condemned. Du bist nicht verdammt. You are not condemned. Say to them, come on, you are not condemned. You sag know sag that Nachbarn, in Christ Jesus. Du bist nicht okay, verdammt. And say to them also, Jesus. You are righteous. You are righteous. Sag zu ihm, du bist gerecht. Okay. And say to them also, you reign in life. Und sag zu ihm auch, du regierst you reign in im life. Leben. Du regierst Amen, im Church. Leben. Amen. God bless you. Gott and give euch. Praise to Pastor Santi. Come on. Und danke. Yes. Ja. Yeah. And related to the short predict from Pastor Ivan. Related to predigt. Achso, und angelehnt an die Predigt von Pastor Ivan. We want to open or we want to read one story in John 8. Und wir möchten aus der Bibel lesen in Johannes 8. 1 until 11. 8, 1 und we'll, weiter. We read together. But Jesus went to the Mount of Olives. At dawn, he appeared again in the temple courts, where all the people gathered around him, and he sat down to teach them. The teachers of the law and the Pharisees brought a woman caught in adultery. They made her stand before the group and said to Jesus, "Teacher, this woman was caught in the act of adultery. In the law of Moses,
In the law, Moses commanded us to stone such women. Now, what do you say? They were using this question as a trap in order to have a basis for accusing him, Jesus. But Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. When they kept on questioning him, he straight up and said to them, "Let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her." Again, he stopped down and wrote on the ground. At this, those who heard began to go away one at a time, the older one, ones first, until only Jesus was left, with the woman still standing there. Jesus straightened up and asked her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" "No one, sir," she said. "Then neither do I condemn you." Jesus declared, "Go now and live your life of sin." In German. Jesus aber ging an den Ölberg. Und früh am Morgen kam er wieder in den Tempel, und alles Volk kam zu ihm, und er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen worden war, stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: "Meister, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Was sagst nun du?" Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen könnten. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: "Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie." Und er bückte sich wiederum nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie, von ihrem Gewissen überführt, einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten bis zu den Geringsten. Und Jesus wurde allein gelassen und die Frau, die in der Mitte stand. Da richtete sich Jesus auf, und da er niemand sah als die Frau, sprach er zu ihr: "Frau, wo sind jene, deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt?" Sie sprach: "Niemand, Herr." Jesus sprach zu ihr: "So verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr." Amen. Through this story, God reveals me 3 points. The first one. Und in dieser Geschichte möchte ich gerne 3 Punkte ansprechen. Der erste ist: I'm very glad because of what Jesus did for this woman. Ich bin sehr froh darüber, was Jesus für diese Frau getan hat. And not only for this woman, but all women. Nicht nur für diese Frau, aber für alle Frauen. He takes the level of their status to where it should be. Er hat den Status, den die Frauen hatten, genommen, just wie like, sein sollte. Yes, just like at the creation of woman. Wie zum Anfang der der Schöpfung der Frau. At the time, the old covenant. At the time of the old covenant, and because of the teaching of the rabbi, men were made to be superior, and that is why men went out of God's way. Und gemäß dem Alten Testament und dem Gesetz und der Lehre auch der Pharisäer war der Mann über die Frau gestellt, weil die Frau nicht Gottes Willen oder Gottes Willen verfehlt hatte. That's why the man out of God's way. Weil durch die Frau ist sozusagen der Mann aus Gottes Willen herausgetreten am Anfang der Schöpfung. Everything happened because of sin. Und alles passierte aufgrund von Sünde. At the beginning, God did not plan to make woman to be or the women to be inferior and downgraded. Und am Anfang der Schöpfung war es nicht Gottes Plan, dass die Frauen
vom Status her herabgewürdigt waren, dass sie nicht auf der gleichen Ebene waren wie die Männer. God made human in likeness of his image. Gott hat die Menschen gleich sich selber geschaffen in seinem so wie er war. Woman Eve was made from man by God with his feeling of love. Und die Frau Eva war vom Mann genommen werden, genommen, aber sie wurde geschaffen mit dem Gefühl der Liebe, aus der Liebe heraus. Yeah. But because of sin, the image of God inside of a woman was destroyed. Aber aufgrund der Sünde war das Bild von der Frau in der Frau aufgrund der Sünde zerstört. Women were reduced to objects in everything. Und Frauen wurden in allem nur als Objekt gesehen. Ja, yeah. Especially as a sexual object. Und speziell als Sexualobjekt. Because they are accused of being the reason for bringing sin onto mankind. Weil sie dafür beschuldigt worden sind, dass sie der Grund waren, dass die Sünde zu allen Menschen gekommen ist. You see, sin destroys every good thing that God created. Und wir sehen, dass Sünde alles Gute zerstört, was Gott geschaffen hat. But Jesus restored and returned the image of God in woman through his coming. Und Jesus hat das wiederhergestellt, den Standard der Frauen, als er gekommen ist. He respects women. Er hat die Frauen respektiert. Oder he respects women, nicht only one, sondern all women. Und er hat die Frau und alle Frauen respektiert. Through a woman like Maria, like Mary, a Savior can be born. Und durch eine Frau wie Maria konnte der Retter geboren werden. Women are used by Jesus to proclaim the gospel of grace also. Und auch Frauen waren bei Jesus diejenigen, die das Evangelium der Gnade gepredigt hatten. Just like Priscilla. Wie Priscilla. Phoebe. Lydia. And Apostle Junia, as written in the story of the first church of God. Und auch von der Apostel Junia in der ersten, später in der Apostelgeschichte, in der ersten Gemeinde. And like you, Denise, that you work in Africa to people. Und auch wie du, Dennis, people. Die du in Afrika unter den Menschen wirkst. We can see. Und wir können sehen. That God loves women. Dass Gott die Frauen liebt. The second. Das zweite. In the story of the woman who's in above. Und in der Geschichte der Frau, die gesündigt hat. I can imagine that she was so humiliated by the people at the time. Da kann ich mir vorstellen, dass sie sehr gedemütigt war durch die Menschen damals. Probably she felt herself to be able to live. Vielleicht hat sie selber gar nicht gedacht, dass sie in der Lage ist zu leben. Or she let herself be a sex object because of her past. Oder vielleicht wurde sie auch zum Sexobjekt durch ihre Vergangenheit. And she could not get out of the situation. Und sie konnte aus der Situation so nicht herauskommen. It is not fully written in the story of if she a prostitute or not. Es wird hier in der Geschichte nicht voll klar geschrieben, ob sie eine Prostituierte war oder nicht. But to commit in adultery is not only doing by a prostitute, right? Aber in Ehebruch zu gelangen ist nicht nur einer Prostituierten. Now, she was captured and being dragged to Jesus. Nun, sie wurde da in der Situation gefangen oder aufgefunden und wurde zu Jesus gebracht. She conscious of the next step of the process, which is her death. Und sie war sich bewusst des nächsten Schrittes dieser Sache, das wäre ihr Tod gewesen. She will die in dishonor.
Und sie wird sterben unehrenhaft. Und the woman knows where she will go after her death. Und die Menschen um sie herum. This woman knows where she will go after her death. Ach so. Und diese Frau, wohin wird sie gehen nach ihrem Tod? She knows she has sinned. Sie weiß, dass sie gesündigt hat. And there is no way of salvation. Und da ist kein Weg der Errettung für sie. She will die in sin. Sie wird sterben in she Sünde. Was born into sin. Sie war geboren in Sünde. And will die with sin. Und sie wird sterben in Sünde. As Jesus was confronted with this woman, als Jesus mit dieser Frau konfrontiert wurde, the accuser asked Jesus to tempt him, und die Beschuldiger, die versuchten Jesus, because the accuser written as, in Bible, the accuser wants Jesus to be mistaken so that he can be killed. Jesus be, can be also killed. Ah, und sie hatten damit auch Jesus versucht, weil sie wollten auch, dass er dass sie eine Anschuldigung gegen ihn hatten, dass er auch getötet werden kann. The accuser asked Jesus. Die Beschuldiger haben Jesus gefragt. Master, this woman was taken in adultery in the very act. Now Moses in the law commanded us to such should be stoned. What say you? What say you? Und sie sagten ihm, Meister, diese Frau wurde beim Ehebruch ergriffen. Und Moses hat uns gesagt, dass wir solche steinigen sollen. Was sagst du? They tried to tempt him because according to law of Moses, the ones caught in adultery need to be stoned. Und sie versuchten ihn damit, denn gemäß dem Gesetz Mose sollte jemand, der in Ehebruch ertappt wurde, gesteinigt werden. However, Jesus always preaches about love and forgiveness. Und Jesus hatte ja immer über Liebe und Vergebung gesprochen. And if Jesus doesn't punish this woman, he will be accused of defying Moses' law. Und wenn Jesus diese Frau nicht auch gemäß dem Gesetz des Mose verurteilt hätte, dann wäre er dann verurteilt worden, dass er nicht das Gesetz des Mose einhält. And if Jesus punished the woman, he is accused of being a liar because he is preaching about God's love. Aber wenn er diese Frau verurteilt hätte, dann wäre er andererseits wieder als Lügner dargestellt worden, denn er hat ja Gottes Liebe gepredigt. Then now it's said in the Bible that Jesus seemed not to listen to the accusers. Und es steht so in der Bibel, als wenn Jesus den Anklägern nicht zugehört hätte. Jesus even stopped down and wrote on the stone with his finger. Weil er sich zur Erde beugte und hat etwas mit seinen Fingern auf die Erde geschrieben. As if like he wants to show that he is the one who wrote the two stones of law, the Ten Commandments. Ach so, und er schrieb da auf den Stein auf der Erde, so wie als wenn er derjenige wäre, der die zehn Gebote auf Stein geschrieben hat. The law because of the sin and the law made to show mankind what sin is. Und das Gesetz wurde gegeben, um den Menschen überhaupt zu zeigen, was ist Sünde. We read from Rome 3. Und wir lesen von Römer 3. Vers 19 to 20. Vers 19 to 20. Now we know that we, whatever the law says, it says to those who are under the law. So that every mouth may be silenced and the whole world held accountable to God. Therefore, no one will be declared righteous in God's sight by the works of the law. Rather, through the law, we become conscious of the sin, of our sin. In German. Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind. Damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. And now the accuser stamped Jesus with the law, Jesus made himself. Und nun haben die
diejenigen, die Ankläger, Jesus versucht mit dem Gesetz. The accusers who manipulated the holy law to get benefit out of it means they didn't follow the law, yet they burdened to law unto and preached the law to other people. Und nun die Beschuldiger, die haben das Gesetz manipuliert, um für sich selber daraus Gewinn zu ziehen. Yeah. Und haben das Gesetz manipuliert und haben es sozusagen nur für die anderen gepredigt. And now they want to talk about the law and yet want to rearrange the law to their liking. Und nun möchten sie über das Gesetz sprechen und möchten, dass das Gesetz regiert hier über diese Situation. Now Jesus pulled up the law so high to the standards of God. Und Jesus hat das Gesetz so hochgehoben zu dem Standard Gottes. So that they know that no one owns and can do the law perfectly. So dass sie einfach erkennen, dass niemand das Gesetz perfekt erfüllen kann. And Jesus said, he that is without sin among you, let him first cast a stone towards her. Und Jesus sagte, derjenige unter euch, der ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. And again he stood down and wrote on the ground. Und dann ist er wieder, hat er sich wieder runtergebeugt und hat auf die Erde geschrieben. And they which heard it are convicted by their own conscience went out one by one. Und diejenigen, die dort drumherum standen und sie steinigen wollten, wurden durch ihr eigenes Gewissen überführt und gingen einer nach dem anderen hinaus. Beginning at the eldest even unto the last. And Jesus was left alone and the woman standing in the midst. Und angefangen bei den Ältesten bis zu den Letzten und Jesus und die Frau stand alleine dort in der Mitte und war alleingelassen mit Jesus. And he said to the woman. Und er sagte zu der Frau. Woman, where are they your accusers? Und er fragte sie, Frau, wo sind deine Anschuldiger, deine Beschuldiger? And she said, no man, Lord. Und sie sagte, da ist keiner mehr. And Jesus said unto her, neither I condemn you. Go and sin no more. Und auch Jesus sagte, dann werde ich dich auch nicht beschuldigen. Gehe und sündige nicht mehr. I imagine this woman could be confused and relieved concerning what happened before. Und ich denke, diese Frau war sich bewusst, was und fühlte sich befreit, weil sie wusste, was vorher passiert war. Confused because she was shocked, maybe. Vielleicht war sie auch durcheinander und auch schockiert. And relieved because she wasn't going to be thrown stones at. Und weil sie jetzt in der Situation war, dass sie sich befreit fühlte, dass keine Steine auf sie geworfen wurden. She is safe by her accusers and safe from death. Und sie wurde gerettet und befreit von ihren Beschuldigern und befreit vom Tod. Even Jesus won't punish her. Even Jesus won't punish her. Und auch Jesus didn't punish her. Und auch Jesus hat sie nicht bestraft. Even though I know that this woman now knows that Jesus comes from God. Und auch diese Frau wusste, dass Jesus von Gott kommt. And actually Jesus is the one who allowed to punish the woman according to the law at the dead day. Und könnte Jesus derjenige sein, der erlauben würde, dass sie bestraft würde an dem Tag? Do you know God had sin? Wisst ihr, dass Gott Sünde hasst? But he loves sinful people. Aber er liebt sündige Menschen. And because of that he came to the earth to save the people from sin. Und darum ist er auf die Erde gekommen, um die Menschen von der Sünde zu retten. The third. Und das ist der dritte Punkt. Is this the end of the story of God's love towards human? Ist das das Ende von Gottes von der Geschichte von Gottes Liebe
gegenüber dieser Frau? Diese Geschichte? Diese Geschichte, yeah, ja. I think not. Ich denke nicht. I think the woman who was defended by Jesus is very grateful towards Jesus. Ich denke, dass die Frau, die von Jesus befreit wurde, dass sie sehr dankbar ist ihm gegenüber. And she knows her life is restored by forgiveness and the grace of God by Jesus. Und sie weiß, dass ihr Leben wiederhergestellt ist durch die Vergebung und durch die Gnade von Jesus. And she won't do any more sin in her life. Und sie würde nicht mehr sündigen wollen in ihrem Leben. The ones who know gratitude won't disappoint the ones who gave them the feeling of gratitude, right? Derjenige, der ihr das Gefühl der Großzügigkeit oder die Großzügigkeit gegeben hat oder Gnade. When you receive Gnade. Wenn du Gnade empfängst. You don't want to disappoint. Dann möchtest du denjenigen nicht enttäuschen, der dir diese Gnade gegeben hat. And the result of righteousness and forgiveness is repentance. Und das Ergebnis von Gerechtigkeit und Vergebung ist Buße. Repentance. Umkehr. Ja, Umkehr. Mm-hmm. So if anyone says that if we are forgive and live under the grace of God, we can live however we want because of the never-ending forgiveness, this is not true. Und wenn jemand sagt, dass aufgrund der Vergebung und der Gnade, die wir empfangen haben, dass wir halt leben können, wie wir möchten, dann ist das nicht wahr. We read Rome 8. Wir lesen Römer 8. Like Pastor Ivan showed you. Wie Pastor Ivan euch schon gezeigt hat. Rome 8. Römer 8. 1-17. Little bit long, but this is a verse of God. Therefore, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. For what the law was powerless to do because it was weakened by the flesh, God did by sending his own Son in the likeness of sinful flesh to be a sin offering. And so he condemned sin in the flesh in order that the righteous requirement of the law might be fully met in us who don't live according to the flesh but according to the Spirit. Those who live according to the flesh have their minds set on what the flesh desires, but those who live in accordance with the Spirit have their mindset on what the Spirit desires. The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace. The mind governed by the flesh is the hostile to God. It doesn't submit to God's law, nor can it. I didn't finish with the last. 7. Yeah. Nor can it do so. So, those who are in the realm of the flesh cannot please God. You, however, are not in the realm of the flesh, but are in the realm of the Spirit, if indeed the Spirit of God lives in you. And if anyone does not have the Spirit of Christ, they don't belong to Christ. But if Christ is in you, then even though your body is subject to death because of sin, the Spirit gives life because of righteousness. And if the Spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of his Spirit who lives in you. Therefore, brother and sister, we have an obligation, but it is not to the flesh to live according to it. For if you live according to the flesh, you will die. But if
by the Spirit you put the death, the misdeeds of the body, you will live. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. The Spirit you receive doesn't make you slaves, so that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship. And by him we cry, Abba, Father. The Spirit himself testifies with our spirit that we are God's children. Now, if we are children, then we are heirs of God and co-heirs with Christ. If indeed we share in his sufferings in order that we may also share in his glory. Auf Deutsch. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte in der gleichen Gestalt wie das Fleisch, der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte. Damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Gottes Söhne. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. You see, actually we say God cares very much because sin hurt the objects of his affection. Und ihr seht, dass Gott für uns sorgt sehr stark, denn wir sind das Objekt seiner Affection. Seiner Liebe, seiner Affection, seiner Gefühle. Sin damages people, fractures friendship and destroys families. Und Sünde zerstört Familien und Friendship. Die Freundschaften. And also damage people. Und auch die Freundschaft. Sin hurts you and that makes you heavenly father sad. Und Sünde, sie macht deinen himmlischen Vater traurig und sie verletzt dich. Is God oblivious to our shortcoming and sins? Und ist Gott durch unsere zu kurz kommen und Sünde that God doesn't care of our sin? Ach so, kümmert sich Gott nicht um unsere Sünde oder unser zu kurz kommen? When sounds is those he says that he sees nothing in our life? Wenn es so aussieht, als wenn es nicht in unserem Leben ist? Of course not. Natürlich nicht. God sees everything. Gott sieht alles. Our choices bring him pleasure and pain.
Und unsere, was wir auswählen, das bringt ihm Freude oder Schmerz. Paul would not have written, "Don't grieve the Holy Spirit of God," if that was not possible. Und Paulus hätte nicht auch geschrieben, dass wir den Heiligen Geist nicht dass wir ihn nicht betrüben sollen, wenn das nicht möglich wäre. Nor is he grieved because you broke his rule. Und er ist auch nicht betrübt, wenn du oder seine Regeln brichst. You are worth more to him than any rule. Du bist für ihn mehr wert als alles andere. Our sins grieves him because they hurt his kids. Und unsere Sünden, die betrüben ihn, weil die Sünden seine Kinder verletzen. He cares deeply for us. Und er kümmert sich sehr tief um uns. He's not happy to see us destroy ourselves through sin. Und er ist nicht darüber erfreut, wenn er sieht, dass Sünde uns zerstört. Now is the question, how can we sin no more? Und wie ist die Situation? Wie können wir nicht mehr sündigen? How can we follow diligently God's word? Und wie können wir wirklich Gottes Wort folgen? In which way will God help us so we don't sin no more? Und in welcher Art und Weise wird Gott uns helfen, dass wir nicht mehr sündigen? We look at Rome 8, verse 14. Und wir schauen uns nochmal Römer 8, Vers 14 For an. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. We look also in John 14. Und wir schauen auch Johannes 14 an. 16 bis 17. And I will the Father, and he will give you another advocate to help you and be with you forever. 17. The Spirit of Truth. The world cannot accept him because it neither sees him nor knows him, but you know him, for he lives for with you and will be in you. Deutsch. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. And we look also in verse 26. Und wir schauen auch den Vers 26 an. But the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things. And will remind you of everything I have said to you. Auf Deutsch. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. And we look at in Hebrew 10. Wir schauen uns nochmal Hebräer 10 an. Vers 15 to 17. 15 zu 17. The Holy Spirit also testified to us about this. First he says, this is the covenant I will make with them after the time, says the Lord. I will put my laws in their hearts and I will write them on their minds. Then he adds, their sins and lawless acts I will remember no more. Auf Deutsch. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, denn nachdem zuvor gesagt worden ist, das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will. Nach diesen Tagen, spricht der Herr, ich will meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie in ihre Sinne schreiben. Sagt er auch, an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten will ich nicht mehr gedenken. So, Jesus sent Holy Spirit to help us. Jesus hat den Heiligen Geist gesandt, um uns zu helfen. Jesus sent Holy Spirit that we see no more. Und Jesus hat den Heiligen Geist gesandt, damit wir nicht mehr sündigen. The Holy Spirit comes to live inside us when we believe. Und der Heilige Geist kommt, um in uns zu leben, wenn wir glauben. And he is enough. Und er ist ausreichend. The fruit that comes from the Holy Spirit within us is enough. Und die Frucht, die durch den Heiligen Geist in uns kommt, ist genug. And
against such things there is no law, according to Galatians 5:23. Und gegen dieses gibt es kein Gesetz, gemäß Galater 5, 23. Now. Nun. Do we need him? Brauchen wir ihn? Now is the time to ask Jesus to give and fill you with the Holy Spirit. Nun ist die Zeit, uns Jesus zu fragen, dass er uns mit dem Heiligen Geist füllt. And it's time to receive the Holy Spirit that you ask. Und es ist Zeit, den Heiligen Geist zu empfangen. He wants and he will and love to give. Und er möchte und er wird und er liebt es, seinen Heiligen Geist uns zu geben. So that, like Pastor Ivan said, you can reign in your life. So dann, wie Pastor Ivan sagte, kannst du in deinem Leben regieren. And sin no more. Und nicht mehr sündigen. Amen. Amen.